L'adversaire nous a obligés à... Portugal hat uns in die Defensive gezwungen. Wir mussten viel verteidigen, das hat eine Menge Kraft gekostet. Unser erster Pass kam oft nicht an, danach war es schwer, den Ball zurückzuerobern. Nachdem wir diese Fehler abgestellt hatten, war unser Spiel besser. In der zweiten Hälfte haben wir die Partie viel besser kontrolliert. Es ist richtig, dass Paul Pogba in der ersten Halbzeit zu tief stand. Als er offensiver agierte, hatte Portugal Probleme, vor allem Danilo Pereira. Dann hatten wir das Spiel unter Kontrolle. Morgan Schneiderlin agiert nicht immer so offensiv, aber er ist in der Lage dazu, genauso wie Johan Cabay. Beide spielen eine andere Art von Fußball. Cabay musste aufgrund körperlicher Probleme raus. Ich wusste, dass Schneiderlin auch weiter vorne spielen kann. Das hat er in der Nationalmannschaft schon öfter getan. Er spielte gute Pässe und zeigte seine Qualität in der Balleroberung. In diesem Moment konnten wir unseren besten Fußball bieten. Er hat das Spiel diktiert und hatte immer Lösungen parat. Das ist nicht überraschend. Er hatte in Southampton einige gute Spielzeiten. Jetzt spielt er nicht ohne Grund bei Manchester United. Es ist toll, dass er sich immer weiterentwickelt. C'est pas un hasard, donc c'est bien qu'il continue sa progression aussi.